Wunderschönen guten, meine Lieben, beim DSO. Mein Name ist Klepan und ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück zu Tectonica. Wir hatten in der letzten Folge ein bisschen Schwierigkeiten mit diesen Wasserrädern. Jetzt habe ich es hinbekommen. Also, im Endeffekt, ein Wasserrad müssten theoretisch zwei Kuppelgeneratoren sein, wenn ich das jetzt grob überfliege. Ihr seht unten links Drehmoment, was ihr braucht, das Systemdrehmoment und dann die Kilowatt, die ihr produziert. Ihr müsst dabei darauf achten, wenn ihr zu viele Generatoren hier einmal anschließt, haben wir nochmal einen hier hin, dann werdet ihr jetzt mitkriegen, dass das funktioniert. Okay, jetzt will mich das Spiel gerade trollen. Gut, hier funktioniert es gerade nicht, weil ich hier die da hingebaut habe. Gut. Also ihr müsst dabei darauf achten, dass ihr im System im Moment Kommander 7, Wasserräder 3, okay. Ja, genau. Jetzt sind wir praktisch im Drehmoment drüber. Und das heißt, die produzieren nicht optimal. So, jetzt passt es wieder. Deshalb hat die offen gelassen. Stimmt, da war ja was. Alter Mann. Gut. Wir könnten das Ganze. Also hier haben wir praktisch drei Wasserräder und 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 von diesen Kuppelgeneratoren dran. Gut. Ich wollte aber noch eine Reihe machen, dann habe ich nicht Ruhe. Wir brauchen. Vielleicht könnte ich die auch näher ranschieben, muss ich mal gucken, wie weit ich komme. Elektroboten fehlt, okay. Bau. Machen wir mal ein paar. Wir benötigen auf jeden Fall eine Menge. Das heißt, die zwei haben wir. Machen wir es mal so. Dann brauchen wir drei Platz. 1, 2, 3. Das wäre dann hier. Können wir ruhig zwei machen. Gut. Hier machen wir noch. Und dann passt das. Müssen wir mal gucken, dass wir das ungefähr genauso machen wie hier drüben. Dann setzen wir das dahin und das dahin. Dann haben wir schon. Wasserräder kommen. Eigentlich ist es egal, wie rum ihr die setzt. Bloß es sieht dann doof aus, wenn die entgegen der Strömungsrichtung sich bewegen. Jetzt kann man praktisch noch die anderen Kuppelgeneratoren hier anschließen. Und es passt. Ganz genau. Wunderbar. Wir haben jetzt eine Systemleistung von 3465 und brauchen dafür nichts machen, weil das die Wasserräder für uns machen. Gut, diese Baustelle haben wir jetzt durch. Jetzt wollte ich aber. Das Ganze noch halb so doof aussieht. Das Ganze noch mal so machen. 2, 4, 6 brauchen wir noch mal. Da machen wir mal einen Grüner. In der Zwischenzeit hauen wir hier noch mal ein bisschen was weg. Gut. Genau. Das sieht gut aus. Perfekt. Irgendwie. Epic. Oder nicht? Gut, dann halt nö.
Dann haben wir das. Und dann können wir jetzt. Na komm. Das Ganze so machen. Gut. Haben wir hier eine Treppe. Können wir hier hoch. Gut. Super. Das passt. Lassen wir es gerade als letztes. Dann nicht. Das gefällt mir optisch gerade nicht. 1, 2, 3. Wasserrad. 1, 2, 3. Wasserrad. Und noch ein Kuppelgenerator kann ich ja hier nicht dran machen. Sieben, das ist jetzt so ein kleines Problem. Na gut, müssen wir so lassen. Was mir auch nicht gefällt, ist das ganze System. Das müssen wir eigentlich jetzt alles mal umbauen. Ich würde dazu fast vorschlagen, dass wir. Das ist ja unsere Backup-Energie. Die müssen wir jetzt auch mal ein bisschen verschieben. In der Hoffnung, dass sie sich verschieben lässt. Dann bauen wir praktisch die komplette Fabrik jetzt einmal um. Das machen wir jetzt einmalig. Und vor allen Dingen, ich möchte dann hier auch anfangen, meine zweite Etage einzuziehen, vielleicht eine dritte, dass wir immer ein bisschen produktiver werden. Was? Den machen wir. Okay. Langsam bekommen wir es noch in den Griff. Gut. Ich hasse dieses Gemüse. Geh weg. Es ist ein wunderschönes Spiel, also ich muss sagen, optisch macht es schon was her. Aber jetzt haben wir natürlich andere Prioritäten. Wir müssen natürlich jetzt erstmal unsere Fabrik ausbauen. Das heißt, wir müssen zwangsläufig Terraform und Platz schaffen. Und wenn das heißt, halt hier einen riesengroßen Parkplatz was machen. Gott. Dann haben wir das. Dann machen wir hier unten praktisch die Energieecke. So. Und haben wir schon oder haben wir es noch nicht? Noch nicht ganz. Jetzt. Gut. Jetzt bringe ich die hier noch weg. Von da, ich nehme erstmal die Hälfte nur weg. Oh, ich hasse dieses Chatback. Meine Tüte aber auch. Ja, dann nehmen wir halt nur vier weg. Gut. Die Dinger dahin. Dann fangen wir mal an. Lassen wir hier Luft. Ja. Ähnlich wie bei den Wassergeneratoren. Eins rüber, eins da. Und so müsste es passen. Zwei, drei. Knappe Kiste. Da müssen wir unbedingt noch eins dranhängen. Und vor allem müssen wir hier nochmal ein bisschen reingehen. Okay. Gut. Den mal durch. Haben wir jetzt die fünf nebeneinander? 1, 2, 3, 4? Nein. Für den fünften müssen wir noch mal ein bisschen terraformen. Oh, oh, oh. Oh, jetzt müsste eigentlich hier, würde ich gerade sagen, Kalkstein auch dazu kommen. Gut, das gefällt mir. Überhitzt? Nicht gut. Überhaupt nicht gut.
Wie breit ist das Ding? 2. Oh, 3. Gut, 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 gut. Ja, wusste ich's noch. Gut, das ist eigentlich bloß die Backup-Energie, wenn dann doch mal mir der Saft ausgeht. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 25, das müsste passen. Ein paar Megajoule haben wir hier als Ladung, das ist okay. Mehr kriegen wir jetzt auch erstmal nicht unter, ohne hier großartig umzubauen. Immer dieses Gemüse, ja. Gut, gut, gut. Der produziert immer noch. Warte mal, kennen Sie? Passt. Okay, wir machen das dann mal bis da. Jawohl, das ist eigentlich ja der Hauptweg. Gut. Dann passt das auch. Dann kann man hier noch mal ein bisschen. Okay. Hier hat er dann schon gar nichts mehr hingemacht. Alles klar. Und hier hat er wieder zu viel hingemacht. Okay. Dann passt das. Dann kann man jetzt noch hier ein paar Dinger bauen. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir unbedingt 1, 2, 3. Okay, dann müssen wir es jetzt noch machen. Dann müssen wir uns jetzt hier noch ein bisschen reingraben. Na komm. 66, jetzt muss ich mal kurz warten, bis das Ding wieder runtergekühlt ist. Und weiter geht's. Oh ja, das sieht gut aus. Stapfen. Der kühlt schneller runter, wenn er nicht ganz überhitzt. Und. Habe ich es dann doch zu gut gemeint? Ja. Komm, Kühe runter. Mit Leuten, die noch arbeiten müssen. Okay, dann haben wir das. Ich hoffe, wir kriegen keine Probleme. 1, 2, 3, 4. Oha, das ist sowas an Enge. Muss man hier so noch machen. Gut. Da muss noch eine Reihe ran, oder? Ne, passt. Das passt auch. Gut. Na dann. Okay, damit haben wir erstmal einen kleinen Backup-Speicher. Und dann passt das. Kann mal bitte einer das Gemüse hier aus dem Boden nehmen? Das sieht furchtbar aus. Gut. Die passen. Dann haben wir das. Da würde ich auch am liebsten noch ein bisschen was ändern. Weil, obwohl, Kupfer haben wir mehr als genug, wie ich gerade sehe. Das passt. Die Dinger können jetzt weg. Okay. Irgendwie zieht er ein bisschen rum. Gut. Die haben wir durch. Das müsste Kalk sein, ne? Mal kurz. Ja, genau. Weg damit. Okay. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Am dümmsten würde ich den ganzen Quark hier nochmal umändern. Warum aber auch immer
hier keine Samen drin sind, das weiß ich jetzt auch nicht. Sage ich nicht wieder mal ein Zeichen dafür, dass die Dinger praktisch weniger Samen produzieren, als sie ausspucken hier. Die Fasern, was macht er mit den Fasern? Pflanzmaterial, okay. Muss mal gucken, ob das dann besser läuft. Müssen rauskriegen. Maschine ist voll. Okay. Die Maschine ist auch voll. Woran haben wir es hier? Die Maschine ist auch voll. Jetzt wird es ungünstig. Aber die Akkus sind auch alle voll. Das sieht so herrlich aus hier. Okay. Da haben wir das. Jetzt setzen wir hier nochmal. Genau. Hier nochmal einen dran. Das passt. Dann haben wir hier nicht einen ordentlichen Weg, wo wir auch die Förderbänder langlaufen lassen können. Muss ich mal gucken. Bekommen wir irgendwann in der Forschung noch was Ordentliches zum Bauen? Massesammlung, Prozessoreinheiten, das ist klar. Clusterdinger ist blockiert. Die müssen wir dann erstmal scannen. Da brauchen wir einen einmal blau. Genau, da müssen wir nämlich jetzt auch langsam in die Richtung. Signalgenerator. Vielleicht wo platziert Navigationsmarkierung im HUD an. Okay. Könnte man auch machen. Wir haben hier noch ein bisschen Energie. Grundlagenläden, der Bau und so. Das ist alles aktiv. Die müssen wir finden und erforschen. Anzugstempo wäre nicht schlecht. Nehmen wir mit. Logistik. Werkzeuggürtel brauche ich nicht. Das mit den zwei Gürteln ist mir jetzt schon ein bisschen zu viel. Rucksackgröße, das passt. Filter, Förder. Das hier müssen wir machen, brauchen wir aber blau. Ab hier brauchen wir blaue. Taschgeschwindigkeit 2. Gut, das ist jetzt nicht das Problem. Was das Problem ist, ist die Effizienz. Da weiß ich momentan noch nicht, ob das besser wird. Hier hätten wir noch die Geschwindigkeit. Machen wir das mal. Und dann war es das eigentlich. Schade. Also so richtig, was Bauen angeht, irgendwie. Dann probiere ich. Dann teste ich einfach mal. Nein. Okay, dann machen wir das mal so. Und okay, ich kann noch drunter durchlaufen. Das passt. Ja, andere Ausrichtung haben wir leider nicht. Okay. Solange wir na, keinen richtigen Dekogramm haben, weil ich kann ja eigentlich nur Durchquerung, ja toll, Beleuchtung und dann hört es auch schon auf. Also halt, Cancel. Die nochmal hin und müssen wir mal gucken, was das für welche sind. Ah, gut. Dann haben wir das. Hier haben wir das, hier haben wir das. Das Kupfer würde ich nicht ganz gerne woanders langlaufen lassen. Dazu müsste ich aber hier den Boden nochmal erweitern und dann schiebt man das Ganze einfach bloß rüber. Und nochmal Strich. Würde ich dann sagen, was ist denn hier?
Kein Licht, mit Licht, was? Okay. Was wollte ich hier sagen und nicht lügen? Unterm Strich müssen wir eh jetzt versuchen, das Ganze hier so zu optimieren und zusammenzuschieben, dass wir hier halbwegs vernünftig klarkommen. Na ja, komm. Komm runter. Das war das. Das waren 5 und das waren. Okay. Mach einfach mal. Okay. Yep. Und okay. Ja, wir müssen dann auf jeden Fall als erstes wird diese komplette Fabrik ja da drüben hinwandern. Warum die jetzt so dunkel ist, weiß ich nicht. Vielleicht hilft das schon, wenn ich immer ein Licht platziere. Nee. Müssen wir gucken. Also. In der nächsten Folge werden wir diese Bio-Strecke verschieben. Und wir müssen gucken, dass wir irgendwie diese blöden Fasern loswerden. Weil die scheinen nämlich momentan. Diese scheinen hier im Moment alles zu blockieren. Vielleicht verfeuern wir die einfach bloß. Ich habe keine Ahnung, wo kommen die denn? Achso, für die Öfen zum Ersatzmittel. Okay. Hier aber genauso. Okay. Die Kiste ist relativ gut befüllt. Ja. Das ist natürlich jetzt ein Nachteil. Aber ich denke mal, das wird sich abstellen, wenn wir aus diesen Dingern dann diese Faser machen und die Fasern dann zu, genau, Biomaterial und dann hier praktisch die Bio-Pellets. Unterm Strich verbrauchen wir ja doch recht viel eigentlich von denen. Ja. Müssen wir schauen, wie schon gesagt, das brauchen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erst einmal recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao.